Heute machen wir wieder eine Regenfahrt. Es geht heute nach Åndalsnes. Was liegt dort an? Wir haben eine Fährfahrt und wir kommen an einer Stabkirche vorbei. Und da nehmen wir euch wieder mit. Nach dem Intro. Na, da haben wir doch mal richtig Schwein. Da drüben kommt unsere Fähre. Das heißt, wir haben keine lange Wartezeit. Es geht gleich weiter. Es lohnt auch nicht auszusteigen, denn das andere Ufer ist da drüben. Ich habe in meiner langen Motorradkarriere schon viele Motorradhunde kennengelernt. Aber diese Mitnahmemöglichkeit ist mir dann doch neu. Ein besonderes Merkmal der Stabkirche Rødven sind diagonale Stützen wie bei der Stabkirche Kvernes. Die haben wir in Teil 13 gesehen. Seit wann diese angebracht sind, ist nicht bekannt. Die Stabkirche in Rødven ist eine norwegische Stabkirche. Wir finden sie bei Rauma in der Provinz Møre og Romsdal. Sie gehört heute dem örtlichen Altertumsverein. Die Entstehungszeit lässt sich auf etwa 1200 festlegen. Die Kirche wurde nicht vor 1589 urkundlich erwähnt. Um das Jahr 1600 wurde die ursprünglich einfache Langkirche stark umgebaut. Wir rollen unserem Tagesziel entgegen und richten das Basislager ein. Wir wollen raus, also fahren wir nach Åndalsnes. Hier hat sich einiges getan. Seit unserem letzten Besuch 2014 hat man dieses Gebäude gebaut. Es beherbergt ein Indoor-Kletterzentrum. Auch die Seilbahn ist neu für uns. Sie führt auf den Hausberg. In Åndalsnes startet die Raumabahn. Sie gilt als eine der schönsten Panoramastrecken Norwegens. Aber bei dem Wetter... Diese Skulptur besteht aus Carrara-Marmor und blauem Glas. Ein Hingucker. Am Anleger liegt auch kein Kreuzfahrer. Also fahren wir zurück zum Zuhause auf Zeit. Wir sind hierher nach Åndalsnes gekommen, um nahe dran zu sein. Nahe dran an meinem Traum, den ich seit 40 Jahren träume. Nahe dran an dem Traum vieler Motorradfahrer. Wir wollen gleich ja hoch in die Berge. Aber wenn ich das so sehe, da ist ziemlich neblig. Wir lassen uns überraschen. Es hat hier in den letzten Tagen richtig geschüttet. Überall sind Pfützen, überall ist Matsche.
Aber jetzt geht's los. Wir wollen zum Trollstigen. Und wie das an touristischen Punkten ist, muss das natürlich auch ausgebeutet werden. Und was liegt hier näher als Trolle zu vermarkten? Ob wir auch welche sehen? Doch jetzt geht's los. Ich zeige euch die komplette Trollleiter. An nicht ganz so interessanten Stellen lasse ich das Video etwas schneller laufen. Noch ein Wort zu den Trollen. Was sind Trolle? Sie sind nach dem norwegischen Volksglauben Dämonen in Riesengestalt. Die übernatürlichen Geschöpfe haben oft mehrere Köpfe und verkörpern das Böse schlechthin. Mit Bergtrollen legt man sich besser nicht an. Waldtrolle sind gar furchterregend. Und der Nöck, der Süßwassertroll, zieht Menschen mit List und Tücke in die Tiefe. Also aufgepasst, dass uns unterwegs nichts passiert. Der Troll hier hätte besser mal seinen Außenspiegel ausgeklappt.
Wir kommen zum Touristcenter. Am Campingplatz haben wir erfahren, dass im Winter eine Lawine hier durchgerauscht sein soll. Die Reparatur ist noch nicht fertig. Von Aussichtsplattformen kann man die Wassermassen bestaunen. Jetzt bin ich glücklich. Heute Morgen hatte ich noch ärgste Bedenken, dass das nicht funktioniert. Aber dass wir jetzt hier in der Sonne sitzen, fantastisch. Nach all dem Regen der letzten Zeit ist das echt überwältigend, ist das echt phänomenal, in dieser Kulisse zu sein. Es hat sich also gelohnt, bis 16 Uhr zu warten. Es hat auch wahrscheinlich den Vorteil, dass man jetzt keine Reisebusse mehr hat, noch so ein paar Bumscontainer, die vor einem rumfahren. Aber die kann man ja schnell überholen. Diese starke Bergstrecke gehört natürlich zu den norwegischen Touristikrouten. Da sind wir hochgekommen. Da führt sie weiter und endet nachher in Geiranger. Die Adlerstraße runter zum Fjord. Aber die fahren wir von der anderen Seite an. Lasst euch überraschen. Zum Abschluss nochmal die Highlights. Tag fängt ja schon gut an. Schon die erste Baustelle. Kaum mal 2 Kilometer gefahren und es staut schon wieder. Aber die Sonne scheint. Endlich mal wieder. Es gibt sie doch noch. Wir haben heute etwas mehr als 130 Kilometer vor uns. Es ist auch wieder eine Fährfahrt dabei. Wie soll es anders sein? Und was sonst noch kommt, wir werden davon berichten. Auch zu dieser angekündigten Fähre. Auf da haben wir ein bisschen fahren. Stau. Aber da sollten wir wohl mitkommen. Eine geführte Motorradtour wartet auch auf die Fähre. Und so sind wir in Hellesund angekommen. Wir haben die Pole Position hier. Wir haben einen freien Blick
Genau da drüben an die Anlegestelle, die vor ein paar Jahren errichtet wurde, um Geiranger zu entlasten, legen hier die großen Kreuzfahrtschiffe auch an. Und wir haben genau die Sicht aus unserem Wohnzimmer auf diesen Fjord. Da hinten rechts geht es gleich nach Geiranger ab. Aber das werden wir später sehen. Und plötzlich entdecke ich ein Schiff im Fjord. Es ist die MS Trollfjord der Hurtigrutenlinie. Sie läuft heute Geiranger an. Hellesund ist ein kleines Nest mit etwa 680 Einwohnern. Der Hellesundfossen ist eines der am meisten fotografierten Motive der Region. Hier stürzen die Wassermassen den blank geschliffenen Granit hinab. Besonders am Anfang des Sommers, wenn die Schneeschmelze einsetzt, ist dies ein atemberaubender Anblick. Auch ein Trollhaus steht nebenan. Aber nein, es ist eine alte Mühle. Die Wasserkraft nutzte man früher. Die Peer-Gynt-Galerie reizt uns nicht. Später am Abend bekommen wir Besuch. Zuerst ein Schlauchboot. Dann gesellen sich noch weitere hinzu. Und dann kommt das Mutterschiff. Der Ausflug muss extra gebucht werden und schlägt mit weit über 100 Euro ins Kontor. Pro Person natürlich. Aber interessant ist solch ein wilder Ritt durch den Fjord sicher. Und dieser Riesenkahn vor der Haustür natürlich auch für uns. Die Kreuzfahrer gehen an Bord und schon bald kehrt am Campingplatz wieder Ruhe ein. Da drüben wartet schon unsere Fähre. Die Schranke schließt sich, die Rampe fährt hoch. Und der Kapitän gibt Befehl zum Auslaufen. Wir verlassen Hellesund. Dann liegt er vor uns, der berühmte Geiranger-Fjord. Geiranger bedeutet so viel wie Zick und Zack. Da sehen wir Zick. Sehr geehrte Damen und Herren, genieße die Eindrücke zu norwegischer Volksmusik. Wir kommen zu den bekannten sieben Schwestern.
Zu Zeiten der Schneeschmelze und nach starken Regenfällen sind die Wasserfälle ausgeprägter. Dann sind auch 7 Fälle zu sehen. Heute kommt unten manchmal nur ein feiner Schleier an. Ähnlich einem Brautschleier. Die Sage erzählt, dass der Freier auf der anderen Seite des Fjordes um alle der Schwestern geworben hat. Jede hat ihn aber abgelehnt. Deshalb hat er sich zur Linderung des Herzeleids der Flasche hingegeben. Sieh dir die Form an. Weitere Geschichten aus dem Fjord werden uns erzählt. Und dann kommen wir zum Zack. Hier liegen heute 2 Kreuzfahrtschiffe. Wir haben 2014 schon 4 gleichzeitig gesehen. Aber das interessiert uns heute nicht. Wir haben nur Augen für Sie. Die Adlerstraße. Sie windet sich in 11 Haarnadelkehren den Berg hinauf. Teils so eng, dass Busse zurücksetzen müssen. Die kommen nicht in einem Zug rum. Also sehen wir zu, dass wir vor den Kreuzfahrttouristen in die Steilwand kommen. Jetzt aber nichts wie bergan, bevor die Busse kommen. Natürlich für dich in ungekürzter Version, teils beschleunigt.
Hier gibt es einen Aussichtspunkt. Deshalb knubbelt es sich hier. Schauen wir uns gleich an. Bald sind wir auf über 600 Meter über Normal Null angekommen. Wir drehen um und wie versprochen, der Aussichtspunkt. Leider habe ich vor lauter Vorfreude auf die Tour vergessen, den Ersatzakku für die Videokamera einzustecken. So muss ich auf Handyaufnahmen zurückgreifen. Aber das Handy wird nie mein Freund. Auf Meereshöhe angekommen, gehen wir die nächste Steigung an. Der Gairanga-Weg steht auf dem Programmzettel. Auch hier wieder in vielen haarnadeln kurvenden Wolken ertrieben. Oberhalb des Dorfes mit seinen 300 Einwohnern steht ein Hotel mit einer Panoramaterrasse. Genießt die Bilder. Viele Kurven und Kehren später kommen wir zur mautpflichtigen Strecke hinauf auf den Dalsnipper.
Die Schranke öffnet sich und wir genießen den Anstieg. Unterwegs bietet sich ein unvergessliches Erlebnis von Fjordkultur. Wilde, schneebedeckte Berge in der Ferne, saubere Luft und einem Weltkulturerbe. Alles gleichzeitig. Der Nibbewegen gilt als ein Pionierprojekt und als das eigentliche Symbol des Fremdenverkehrs in Kairanga. 1939 wurde die Straße eröffnet. Der Blick von oben bietet Fjorde, Gipfel und Hochgebirge. Ein Ausflug, der einfach zu einem Kairanga-Besuch dazugehört. Die neue Plattform mit Namen Kairanga Skywalk aus dem Juni 2016 wird die wahrscheinlich fantastischste Aussicht der Welt genannt. Das klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schön ist es schon. Wir sind 1500 Meter hoch über dem Meer. Und für mich geht heute wieder ein Lebenstraum in Erfüllung. Wieder zwei Traumstraßen der Welt abgefahren. Wir ziehen weiter und schlagen einen weiten Bogen über Strün zurück zu unserem Basislager. Unterwegs am Obstrynsvatnet machen wir noch einige Aufnahmen für euch. Zum Abschluss die heiligen Worte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues im Kanal passiert. Man sieht sich. Europa ist ja nicht so groß.